Hallo zusammen, sehr cool. Jetzt geht's nach der letzten Vorbereitungsfolge. Jetzt geht's zur Mission. Dies war keine leichte Okay. Entscheidung. Doch ich werde Shakuras eher zerstören, als den Planeten Amons Zerg zu überlassen. Es gibt einiges zu planen, Hierarch. Okay. Bonusbelohnung 10 Solarit. Erfolge, na klar. Was zerstören Sie in das letzte Gefecht? Die Zenitsteine innerhalb der ersten 10 Minuten. Uiuiui. Und wir haben den Kaidarin-Monolith. Ja, extrem mächtiges Defensivgebäude, so war das. Okay. Also in den ersten 10 Minuten die Zenitsteine zerstören. Okay. Sagt mir, Vorazun, wie sollen wir eurer Welt ein Ende setzen? Das Phasenprisma des Tempels kann überladen werden, was einen Energieimpuls in den Planetenkern leiten wird. Ist dieser stark genug, wird der Planet zerbersten. Amon wird hier nicht herrschen. Ich habe über euren Entschluss nachgedacht. Habt ihr eure Meinung geändert? Nein. Meine Zeit hier hat mir den Mut eures Volkes gezeigt. Wir müssen kämpfen. Amon soll genauso leiden wie wir. Wir werden so viele von Amons Zergen und Liegen wie möglich durch das Tor bringen. Erst wenn genügend von ihnen hier sind, werden wir den Tempel überladen und fliehen. Ihr wollt ihn verwunden? Ja, klingt gut, oder? Ein kühner Plan. Doch wir können unsere Truppen nicht aufs Spiel setzen. Überlasst das mir, Matriarchen. Die dunklen Templer haben mich viel gelehrt. Oh ja. Die dunklen Templer haben mich viel gelehrt. Obi-Wan. Und jetzt bin ich der Meister. Nur ein Meister des Bösen, Darth. Expandieren Sie zu neuen Ressourcenvorkommen, um Ihre Einheitenproduktion zu beschleunigen und Ihre Verteidigung zu verstärken. Ey, ich habe gerade dran gedacht, wie viel das Koop schon Spaß gemacht hat. Aber ich muss sagen, dadurch wird StarCraft richtig hektisch und schnell. Und ganz ehrlich, ich bin, glaube ich, zu alt, um da richtig was reißen zu können. Es ist so. Hast du auch noch einen Beruf, einen Hauptberuf und alles, also. Und da bleibt wenig Zeit. Wenig Zeit. Ja. Also. Schwierig. Außer ihr schaut hier fleißig zu, ja? Dann kann ich mich dem vielleicht richtig widmen hier. Wäre cool. Wäre cool. Okay. Das einzig Negative an dem Spiel bis jetzt, einzig Negativ sind die Ladezeiten. Sonst kann ich nichts, gar nichts aussetzen. Ich bin dabei, den Tempel zu konfigurieren. Doch ohne Urash und Kalis wird es mehr Zeit in Anspruch nehmen. Zeit ist nicht das einzige Problem. Die Energien des Tempels werden von 13 Zenitsteinen reguliert. Erst wenn sie zerstört sind, kann der Tempel überladen werden. Bis dieser Prozess abgeschlossen ist, müssen wir ihn gegen die Zerg und Hybriden verteidigen. Wir Nerazim verwenden seit langem Kaidarin-Monolithen, um Eindringlinge zu bekämpfen. Wie ich sehe, hat euer Phasenschmied diese Technologie bereits studiert. Das habe ich, Matriarchin. Die Monolithen sind eine äußerst effiziente Waffe mit beträchtlicher Reichweite. Sie werden für unsere Verteidigung von zentraler Bedeutung sein. Ja, cool. Der Augenblick ist gekommen. Lasst uns beginnen. Klingt gut, oder? Jetzt müssen wir nur gucken, wie man das am besten macht. Bittet unsere Dienste. Je schneller die Zenitsteine zerstört werden, desto leichter wird es für uns. Uns bleibt nur wenig Zeit, bis die Zerg die Tempelanlagen überrennen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall. Nötig können sich meine dunklen Templer unerkannt an den gegnerischen Linien vorbeischleichen und die Steine zerstören. Ja, klingt gut. Und ich glaube, das ist auch nötig, dass wir uns da jetzt mal hier vorbeischleichen. Was war das? Boah, zeig auf Shakuras. Ach du Kacke.
Seid vorsichtig, wenn ihr einen Zenitstein angreift. Die darin enthaltene Energie kann instabil werden, wenn die Steine beschädigt sind. Okay. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Die Zerg sammeln sich für einen Angriff im Südwesten. Entfacht eure Klingenkrieger. Ja, entfacht mal. Ihr benötigt mehr Westengas. Wir befinden uns im Kampf. Clever. Ich bin die Klinge der Nerazim. So, Kaladas. Na also, war doch kein Problem, locker. Easy peasy, würde ich mal sagen. Ist der Zenitstein jetzt zerstört? Es befinden sich weitere Ressourcen. Nein, ist noch nicht zerstört. Ey, ich werde verrückt. Einen zweiten Nexus in der Nähe errichten, um den Ressourcenabbau zu beschleunigen. Ja, das machen wir auch. Jetzt, Moment. Oh, je, yeah, je, yeah. Jetzt, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. D. Kommen die nächsten. Ja, sieht gut aus. Jetzt kommen die nur von hier und ich habe hier noch keine Verteidigung stehen. Eine weitere Zerglut bereitet einen Angriff von ihrem Schwarmstock im Nordwesten vor. Toll. Hahaha, alles klar. Die Fähigkeit geht automatisch. Und sie ist einfach überragend, was soll ich sagen. Gut. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Dragoner. Problem gelöst, oder? Krass. Ne, jetzt habe ich doch tatsächlich vergessen. Ja. Scheiße. Dragoner, wo seid ihr? Artanis, unsere Beobachter berichten, dass eine riesige Welle Zerg auf Shakuras eingefallen ist. Und doch, kein einziger Hybrid darunter. Amon versucht, unsere Entschlossenheit zu testen. Mhm.
Jawohl. Perfekt. Puh, ihr seht schon, ich bin leicht im Stress. Verstanden. Die Ausrichtung des Tempels schreitet voran. Nun warten wir auf die Zerg. Die Zerg nähern sich dem Tempel vom südöstlichen Zugang. Also das war mal ein ganz kurzer Prozess, wenn ich das so sagen darf. Okay, machen wir hier einen Pylon. Ah, wir können da sogar einen Pylon so hinwarpen. Warpen wir hier mal einen hin, nämlich. Und hier einen hin. Templer, macht euch bereit. Die Zerg rücken von beiden Seiten zum Tempel vor. Ja, müsste man eigentlich jetzt was reißen können. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Greife Feind an. Gut. Ja, passt schon. Keine Probleme. So. Die Tempelanlage ist noch unzureichend verteidigt. Wir sollten mehr Photonenkanonen und Kaidarin-Monolithen errichten, bevor sie überwunden wird. Ja, Achtung. Kommt schon. Boah, Zerg auf Shakura 403 Millionen. Ach, du meine Güte, ey. Okay, passt auf jeden Fall. Relativ gut. Dann machen wir noch einen Warp-Knoten her. Ja, es läuft doch ganz gut. Ehrlich, kann ich nichts sagen. Überragend. Ne, nicht zu Warpknoten transformieren, sondern zu, wo habe ich einen? Pam pam. Ich habe doch noch ein Ding. Ah, ne. Ah, hier unten. Kriegen wir hin, oder? Ja, passt. Kein Problem. So, jetzt aber. Wir brauchen natürlich noch ein paar Templer. Ein paar Berserker schaden auch nie. So, Schildbatterie. Hier. Ah, ja, die ist, steht blöd ein bisschen, gell? Vielleicht hier hin. Nähert sich der Tempelanlage. Diese Taktik kommt mir bekannt vor.
Sie transportieren Bodeneinheiten. Schnell, vernichtet die Overlords! Okay. Machen wir. Na scheiße, ich habe keine Hetzer. Stellen wir die mal hier hin. Gut. Hat funktioniert. Wo ist die Sonde? Ist die hier dabei? Nee. Keine Sonde. Schildbatterie? Hier? Unsere Sensoren registrieren fast eine halbe Milliarde Zerkow-Shakuras. Oh ja, Baby. Sie bewegen sich auf den Tempel zu. Lasst sie kommen. Die Templer werden ihnen standhalten. Ja, eine halbe Milliarde, genau. Okay, passt, passt. Na, läuft doch relativ gut, oder? Wenn man es so mal genau betrachtet. Finde ich jetzt. Hohoho, geil. Okay. Alles klar. Jetzt, wie schaut's aus hier mit dem Fortschritt? Jawohl, gleich fertig. Die Panzerung, sehr gut, sehr gut. Das ist wichtig. Ja, und sonst, wir haben schon alle Einheiten. Upgrade durchgeführt. Joa. Kein Problem. Schildbatterie. Läuft. Jetzt, wo haben wir noch eine Sonde? F1. Genau. Mal noch einen Warp-Knoten. Ah. Und kriegen wir hin. Ja, ja, die machen eben keinen Schaden. Sehr gut. Jetzt kommen sie von allen Seiten. Die Zerg attackieren den Tempel von allen drei Seiten gleichzeitig. Ja, was muss, das muss, gell? Achso, und die dritte Seite ist die hier. Okay, gut, muss man einen kleinen Tick vorhalten, gut zu wissen auf jeden Fall. Ja. Okay. Passt, passt. Alles schön mit Schildbatterien ausstatten. Hier brauchen wir auch noch eine.
Okay. Funktioniert alles. Einwandfrei. Geil. Der Blick des Meisters fällt auf eure Welt des Zwielichts. Bei den Göttern. Nie zuvor sah ich solche Monstrositäten. Oh mein Gott. Konzentriert euer Feuer auf die Hybriden. Der Tempel darf nicht fallen. Gleich nochmal hier so die leckeren Türmchen hinbauen. Immer gar keine Schildbatterie, gell? Na komm schon, komm schon. Jungs, mach die platt. Okay. Hierarch, nie zuvor sah ich eine solch gewaltige Masse am Zerg. War dies die Bedrohung, der meine Mutter einst gegenüberstand? Nein, Matriarchin. Diese Bedrohung ist um einiges gewaltiger. Wir werden all unsere Kraft aufbringen müssen, wenn wir bestehen wollen. Ne, passt eigentlich. Wie sieht's hier aus? Schlecht. Okay, cool bleiben. Na, nicht D. Doch D. Okay, da haben wir zwei Türme. Hier oben haben wir auch zwei Türme. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht aus, oder?
Okay. Ne, wir halten gut Stand. Die Schildbatterien, die sind Gold wert, wirklich. Die Schildbatterien, die sind ja überragend. Die Auflade. Doch, doch, Schildbatterie, genau. Brutal, ey. Okay, wir halten locker Stand. Hier, wir halten auch Stand. Wir halten gut Stand. Ja, ja. Der Augenblick rückt näher, Krieger. Der Tempel beginnt sich neu auszurichten. Passt. Ihr bereit sein? Passt. Ich habe einen Solaritspeicher unterhalb des Xel'Naga-Tempels entdeckt. Wenn wir noch etwas länger durchhalten, kann ich ihn möglicherweise bergen. Beginnt mit der Bergung, Karax. Wir werden den Tempel so lange wie möglich halten. Das werden wir. Oh ja, oh ja. Ja, wieder mal perfekt, oder? Ah ja, Leute, wie geil ist das? Nein. Sonde. Kann ich jetzt selbst zerstören? Ja, sieht gut aus. Oh mein Gott, Freunde, ey. Jawohl, armer. Gott sei Dank haben diese Monolithen so eine große Reichweite. Das ist wirklich perfekt. Oh, was ist das hier? Mama. Könnte auch ein Ork gesagt haben. Greife
Greife Feind an. Okay, gut, aber wenn die näher kommen, dann sieht es für die Jungs schon schlecht aus wieder. Okay. So, jetzt hier. Ja, kriegt man hin, oder? Sieht gut aus. Und was macht er hier? Oh ja, aber zwei Schläge, dann ist er tot. Das ist ideal. Perfekt. Okay. Basis wird angegriffen. Oh fuck. Komm, kleine Sonde. Okay, also hier drüben, da kriegen wir gut eine mit. Und das ist auch blöd, oder? Wie lange müssen wir denn noch? Bergung abgeschlossen. Das Solarit wurde erfolgreich an Bord der Speer des Adun geworbt. Perfekt. Ja, Mann. Ja, geil. Oh ja. Die werden die Rache bekommen. War auch eine coole Mission, oder? Die sind alle geil. Oh yeah. Allein. So heißt es.
leidet unseresgleichen, getrennt vom Licht der Kala. Das Grüne hat er ja, weil er einen Band von Zeratul genommen hat. Als Andenken. Deswegen hat er ein blaues und einen grünen Kampfstab. Sag ich mal. Und trotzdem, ich sag euch, macht Warhammer Vermintide mit. Ach komm, das glaubt doch keiner. Doch keiner von das stirbt doch nicht jetzt. Bestimmt nicht. Wirklich allein. Na also, ey. Geht da gar nicht. Die Hoffnung schließt ein Band der Ehre, der Tradition. Wir kämpfen im Namen aller. Wir ermutigen, die sich Generation um Generation für den Pfad dieser Einsamkeit entscheiden. Die dunklen Templer. Hey Artanis, Mann, der ist verdammt cool, ehrlich. Muss man sagen, der ist richtig geil. Richtig fett. Geil, ey. Oh ja. Ja, yeah, Bonusziele Shakuras. War eine gute Runde, kann das sein, dass ich das richtig gut gemacht habe? 1,52 Milliarden Zeit. Hat mit 80 Millionen angefangen. Wow. Geile. Oh, Leute. Alles klar. Nächste Folge geht's dann weiter. Mit der fünften Folge. Mit der sechsten Mission. Keine Ahnung, mit der nächsten Mission. Ja, und mit den Gesprächen dazu. Mach's gut und ciao.